Ja, hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Video, in dem nicht ich euch helfe, sondern ihr mir, wenn ihr es denn könnt. Und zwar habe ich Probleme mit meinem Windows 8 Computer. Windows 8.1 ist drauf installiert und er startet nicht mehr. Ich zeige euch das jetzt mal kurz. Ich mache ihn mal eben an. Bis jetzt ist noch alles normal. Und jetzt wird die automatische Reparatur vorbereitet. Gleich wird ein Bluescreen kommen und etwas später kommt dann die Reparatur. Das dauert dann eine Stunde lang und dann kommt die PC-Diagnose. Und ich habe das auch die ganze Nacht über angelassen und am nächsten Morgen war wieder die PC-Diagnose da. Und das ist halt so eine Endlosschleife. Und ja, vielleicht könnt ihr mir helfen, vielleicht auch nicht. Wäre es sehr nett, wenn ihr mir einen Tipp geben könntet, wie es geht. Hier sind auch nochmal diese Dateien, was für Anschlüsse er hat und so. Ja. Also jetzt kommt halt, wie gesagt, Bluescreen und es dauert halt. Dann kommt Reparatur. Und das wiederholt sich dann halt 100 Mal. Und ja, er lässt sich eben nicht mehr starten. So, das wär's dann erstmal. Vielen Dank fürs Angucken. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich hoffe es wirklich sehr. Denn sonst werde ich in nächster Zeit wirklich gar keine Videos mehr machen können. YouTube-Nachrichten werde ich wahrscheinlich noch übers Handy beantworten können, aber ansonsten wahrscheinlich nicht mehr sehr viel. Und ja, wenn ihr was wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, ihr wisst etwas. Und ja, danke schon mal im Voraus und ciao.